Guten Tag, mein Name ist Dr. Krebs von Sonnengesundheitszentrum in München. Ich möchte Ihnen heute etwas berichten über die von Willebrand-Erkrankung. Die von Willebrand-Erkrankung ist eine der häufigsten Blutungsneigungen überhaupt. Sie ist in der Regel angeboren und man sagt, dass bis zu 2% der deutschen Bevölkerung davon betroffen sein könnten. Sie äußert sich dadurch, dass die betroffenen Menschen häufig blaue Flecken haben, häufig Nasenbluten haben, Zahnfleischbluten. Frauen klagen häufiger eine verstärkte und deutlich verlängerte Regelblutung. Auch nach operativen Eingriffen oder auch Zahnextraktionen kommt es zu einer verlängerten und verstärkten Nachblutung. Auch nach Geburten werden solche Nachblutungen beobachtet. Wichtig dabei ist, dass diese Erkrankung auch frühzeitig erkannt wird. Dazu ist eine entsprechende Diagnostik erforderlich, insbesondere dann, wenn Operationen anstehen oder auch im Falle des weniger schönen Ereignisses eines Unfalls, dass Sie eben hier plötzlich stärker bluten als jemand anderes. Das ist sicherlich wichtig abzuklären, insbesondere deswegen, weil die von Willebrand-Erkrankung auch eine sehr gut behandelte Erkrankung ist. Es gibt gute Medikamente, sodass man in einem solchen Fall eines Unfalls oder einer Operation tatsächlich gut eingreifen kann und die entsprechenden Medikamente geben kann. Sollten Sie also selbst an einer Blutungsneigung leiden, selbst beobachtet haben, dass Sie stärker nachbluten oder auch in Ihrer Familie sowas bekannt sein, so wäre sicherlich eine Abklärung im Vorfeld sinnvoll. Dieses können wir gerne hier am Zentrum für Sie erledigen, in unserem eigenen Speziallabor, sodass wir Ihnen hier auch die entsprechenden Handlungsanweisungen geben können und auch die entsprechenden Medikamente hier vor Ort zur Verfügung haben oder Ihnen auch zur Verfügung stellen können. Vielen Dank.